Am Anfang möchte ich eine Geschichte erzählen. Man könnte das erste schon einblenden. Und zwar erzähle ich eine Geschichte vom Jan Thomas. Er hat das geschrieben. Der Jan Thomas ist der Gründer von der Fackelträger. Intelligente Lebewesen, die irgendwo auf einem Planet weit weg im Weltall gelebt haben, die haben herausgefunden, dass es offensichtlich einen Gott geben muss. Und zwar einen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Und sie hätten gerne mehr über diesen Gott wissen. Sie haben auch herausgefunden, dass es einen Planet Erde gibt und dass die Bewohner von dem Planet im Ebenbild von dem Gott sollen geschaffen sein. Wer sie kennenlerne, der könne herausfinden, wie Gott selber ist. Die intelligenten Lebewesen, die haben darum ein kleines Team von Forschern auf die Erde schicken. Sie haben ein Raumschiff parat gemacht und haben die losgeschickt. Ihren Auftrag war es, die Menschen zu beobachten und dabei herauszufinden, wie der Gott selber ist. In dieser Geschichte von Jan Thomas landet dann das Team am Rand von einer Grossstadt. Es ist schon spät am Abend und darum bereits dunkel. Die Außerirdischen steigen zu dem Raumschiff aus und gehen auf der Hauptstraße Richtung Stadtzentrum. Nach kurzer Zeit sehen sie bereits den ersten Mensch. Er liegt ausgestreckt am Boden. Um ihn herum liegen ein paar leere Flaschen. Mit Herzklopfen gehen sie zu einem an und versuchen, mit ihm zu reden. Aber der lallt nur etwas Unverständliches vor sich an und er liegt in einer Flüssigkeit, die furchtbar stinkt. Angewidert ziehen sich die Außerirdischen zurück und gehen weiter. Von weitem hören sie einen wilden Lärm. Neugierig gehen sie auf den Lärm zu. Er kommt offenbar aus einem kleinen Perkli mit Sträuchern und Bäumen. Wo sie näher kommen, sehen sie, wie zwei Gruppen von jungen Menschen mit Knüppel und Messer aufeinander losgehen. Die Außerirdischen verlassen voller Schreck den Park, gehen weiter Richtung Stadtzentrum. Viel ist nicht mehr los. Sie sehen nur noch einzelne Gestalten weiter weg. Aber doch, weiter vorne scheint noch etwas los zu sein. Aus einem Fenster von einem Haus hören sie Geräusche und auch vereinzelt menschliche Stimmen. Sie gehen zu dem Haus an und schauen vorsichtig durchs Fenster ein. Ein paar düstere Gestalten sitzen an einem Tisch und starren trübsinnig vor sich an. Auf einem grossen Bildschirm werden Nachrichten aus der ganzen Welt gezeigt. Und diese News, die zeigen Bombenanschläge und Verbrechen, Umweltverschmutzung und korrupte Regierungen. Entsetzt wenden sich die Außerirdischen ab. Also langsam kommt Panik auf. Ohne dass es jemand aussprechen muss, verstehen sie sich. Nichts wie weg von da. Zurück zum Raumschiff und heim auf ihrem Planet. Total enttäuscht kommen die Außerirdischen die heim an und berichten ihrem Volk, dass es sich nicht lohnt, dem Gott nachzuforschen. Wenn der Gott gleich ist wie seine Ebenbilder, dann wollen sie mit dem Gott nichts zu tun haben. Die Geschichte, die malt ein düsteres Bild von uns Menschen. Dabei heisst es ja in der Bibel, dass wir Menschen doch das Ebenbild von Gott sind. Und so steht es auch in der Bibel im allerersten Kapitel. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Und jetzt schaut mich mal an. Habt ihr das Gefühl, ich sei das Ebenbild von Gott? Oder schaut mal untereinander, ob ihr irgendjemand gesehen, wo ihr könnt sagen, der oder die ist das Ebenbild von Gott? Niemand von uns ist wirklich das Ebenbild von Gott. Irgendetwas muss mit dem Menschen passiert sein. Und ehrlich gesagt, also mir würde es Angst machen, wenn ich müsste annehmen, dass Gott ein Wesen ist, das sich direkt mit uns Menschen vergleichen lässt. Der Paulus hat im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 geschrieben, denn alle, und damit hat er alle Menschen gemeint, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck.
am Mensch ist offenbar etwas abhanden gekommen, nämlich die Eigenschaft, dass er durch sein Wesen auf die Herrlichkeit von Gott kann aufmerksam machen kann. Aber es ist so, Gott hat Adam und Eva tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen gehabt. Wer sie können sehen und beobachten konnte, der konnte wirklich daraus schliessen, wie Gott selber ist. Aber beim Sündenfall, wo Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, verbotenerweise, da ist etwas kaputt gegangen. Und zwar die enge persönliche Beziehung mit Gott. Die zwei, die haben dem Teufel mehr vertraut als Gott. Und darum hat sich Gott von ihnen abgewendet. Er hat die Beziehung zu den Menschen abgeschnitten. Seitdem ist der Mensch leider nur noch sehr bedingt das Ebenbild von Gott. Ich finde zwar, dass wir rein körperlich genial gebaut sind, aber weil unsere direkte Beziehung zu Gott verloren gegangen ist, funktionieren wir nicht mehr so, wie wir ursprünglich einmal konzipiert gewesen sind. Der Charakter, das Wesen von Gott, ist am Mensch verloren gegangen. Und seitdem ist der Mensch unfähig, durch seine Art auf die Herrlichkeit von Gott aufmerksam zu machen. Eben, wie es in dem Vers da heißt: in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Der Mensch ohne direkte Beziehung zu Gott, der ist vergleichbar mit einer Leuchtreklame ohne Strom. Der Times Square in New York, das ist normalerweise ein Platz, der in den schrillsten Farben schimmert und glitzert und flimmert. Da kommen Touristen aus der ganzen Welt, gehen sich das Schauspiel anschauen und ich kann nur sagen, das lohnt sich wirklich. Ganze Häuserfassaden sind da überzogen mit Leuchtreklamen, die auf irgendein Produkt hinweisen und für das Produkt Werbung machen. Aber bei Stromausfall, stelle ich mir vor, ist das ganz ein trister, öder Platz. Man sieht dann auf der Häuserfassade nur noch ein Wirrwarr von Neonröhren und schwarze oder graue Bildschirme. Das ist nichts. Eine Leuchtreklame ohne Strom verliert die Fähigkeit, auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam zu machen und Werbung zu machen dafür. So eine Leuchtreklame ist unnütz, zu nichts mehr zu brauchen. Wenn der Mensch nicht mehr fähig ist, auf die Herrlichkeit von Gott hinzuweisen, dann ist der Sinn von seiner Existenz gar nicht mehr vorhanden. Dann lebt er also im eigentlichen Lebenssinn vorbei. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 11 steht, für was Gott den Mensch gemacht hat. Und dort steht, alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Wir Menschen, wir sind mit dem Sinn und Zweck geschaffen worden, dass wir voll und ganz zur Ehre von Gott leben sollen. Das ist unsere Kernaufgabe als Mensch. Die Leuchtreklame, die braucht einen Stromanschluss, dass sie leuchten kann und für ein bestimmtes Produkt Werbung machen kann. Um unseren Kernauftrag zu erfüllen, brauchen wir Menschen auch einen Anschluss, und zwar einen göttlichen Anschluss. Und zwar brauchen wir genau die Beziehung zu Gott, wo Adam und Eva hatten, wo sie noch die Ebenbilder von Gott gewesen sind. Wir Menschen, wir können den Sündenfall nicht mehr rückgängig machen. Wenn Gott nicht selber etwas unternommen hätte und eine Möglichkeit geschaffen hätte, dass wir Menschen wieder können in Kontakt mit Gott kommen, in eine Beziehung gehen, dann wäre für uns Menschen da nichts zu machen. Müssen wir einfach schlucken. Dann gehen wir Menschen, getrennt von Gott, einfach am ewigen Tod entgegen. Aber Gott hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, zu uns auf die Erde geschickt. Statt dass wir für unser Trenntsein von Gott mit dem Tod bestraft werden, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen. Er hat mit seinem Tod am Kreuz Voraussetzung geschaffen, dass es tatsächlich wieder eine Möglichkeit gibt, dass wir mit Gott in eine Beziehung kommen können. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 3, nochmal den Vers 23 und dann noch den Vers 24. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden,
beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wer die Erlösung durch Jesus annimmt, dem werden alle Sünden vergeben. Das ist das, was beim Sündenfall im Paradies verloren gegangen ist, ist dann wieder da. Nämlich die Möglichkeit, mit Gott wieder in eine direkte Beziehung zu kommen. Das ist der Moment, wenn bei der Leuchtreklame der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird, wenn der Strom wieder fließt und die Neonröhre wieder in den schönsten Farben anfangen zu leuchten. Beim Mensch redet man bei so einem Vorgang von einer Bekehrung. Das ist der Moment, wenn er in Beziehung mit Gott zurückfindet, indem er seine Sünden einsieht, die Sünden bereut, um Vergebung bittet und Jesus als seinen Erlöser ins Leben aufnimmt. Bei uns wird nicht ein Stromkabel in die Steckdose eingesteckt. Im Moment der Bekehrung kommen wir Menschen den Heiligen Geist über. Der Heilige Geist macht die direkte Beziehung zu Gott möglich. Und gleichzeitig dürfen wir uns als geliebtes Kind von Gott bezeichnen. Wir können wissen, dass nach dem Leben hier auf dieser Welt das Leben weitergeht in der Herrlichkeit im Himmel bei Gott. Ich lese jetzt einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium und das ist ganz ein spezieller Moment. Da erzählt nämlich Jesus oder redet Jesus seinen Jüngern und gibt ihnen noch die letzten ganz, ganz wichtigen Anweisungen, bevor er verhaftet und dann zum Tod verurteilt wird. Ich lese aus dem Johannes 14, Vers 15 bis 26 einen längeren Abschnitt. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird der Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragt ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann ist das ein unheimlich freudiges Ereignis. Er ist befreit von all seinen Schuldgefühlen und er weiß, dass seine ganze Zukunft in alle Ewigkeit gesichert ist. Er lebt ganz neu in einer Liebesbeziehung mit Gott. Da kann man sich ja schon fragen, ja, wieso muss er denn eigentlich noch weiterleben hier auf dieser Welt? Wieso nimmt ihn Gott nach seiner Bekehrung nicht gerade sofort zack in den Himmel auf? Wieso noch so viel Zeit vertun, statt dass wir gerade direkt können in die himmlische Herrlichkeit eingehen? Ich meine, Beziehung wäre ja wiederhergestellt, also das Ziel wäre ja erreicht. Jesus ist nicht nur darum zu uns auf die Erde gekommen, um uns von unseren Schulden, von unseren Sünden zu befreien und uns in den Himmel zu holen. Jesus ist zu uns auf die Erde gekommen, um uns ein erfülltes Leben, ein Leben im Überfluss zu schenken. Und zwar schon in dieser Welt, nicht erst im Himmel. Das Leben im Überfluss,
das ist nicht eine Sache oder eine besondere Art zu leben, sondern das Leben im Überfluss, das ist eine Person, Jesus Christus. Genauso wie mich meine Frau zu einem Ehemann macht, macht Jesus mich zu einem Christ. Vergessen wir nicht, Gott hat den Menschen wirklich mit voller Absicht in seinem Ebenbild geschaffen. Und er will ihn nach wie vor uns dazu brauchen, dass wir durch unser Leben auf seine Herrlichkeit können aufmerksam machen. Jeder Mensch, der unseren Lebenswandel sieht, soll auf ihn, auf Gott aufmerksam werden. Jetzt, wenn wir schon bekehrt sind, wenn wir jetzt Jesus schon als Erlöser ins Leben aufgenommen haben und wenn Jesus uns zu einem Christ macht, dann sollten wir doch eigentlich auch können leben wie ein Christ, oder nicht? Der Jan Thomas, eben der, wo ich die Geschichte erzählt habe, wo er geschrieben hat, er sagt zu dem Thema: Christsein ist nicht leicht. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Ich kenne Glaubensgeschwister, die nach ihrer Bekehrung ganz eifrig und freudig in ihr Leben als Kind Gottes gestartet sind. Sie haben eine riesige Freude gehabt, dass ihr altes Leben jetzt definitiv vorbei ist. Und sie haben ganz neu können anfangen. Sie haben freudig in der Gemeinde mitgemacht und sie haben alles über Gott und Jesus aufgesogen wie einen Schwamm. Aber mit der Zeit haben sie begriffen, dass es offenbar zum Christsein gehört, dass man jeden Tag betet. Dass man jeden Tag stille Zeit macht. Auch wenn man früher noch aufstehen muss. Sie haben müssen hören, dass man als Christ regelmäßig den Gottesdienst besucht und dass Gebetsstunde während der Woche der wichtigste Anlass sei. Sie haben dann müssen hören, dass ein Christ selbstverständlich jeden Tag in der Bibel liest und auch ebenso selbstverständlich in einer Kleingruppe verbindlich dabei ist. Es ist kein Jahr vergangen, da hat man sie bereits angefragt, wo in der Gemeinde dass sie mithelfen wollen. Das sind alles Ansprüche, wo einen ungeheuren Druck aufbauen. Da fühlt man sich schnell einmal total überfordert. Ich kenne solche, die total motiviert ins Leben als Christ eingestiegen sind, aber nach kurzer Zeit näher dran sind, um den Glauben gerade wieder über Bord zu rühren. Und zwar einfach, weil der Druck zu gross geworden ist. Sie haben mit dem Druck nicht können umgehen. Andere haben einfach Gemeinde gewechselt, wo der Druck zu gross geworden ist. Und wieder andere, die versuchen, den Druck zu ignorieren. Aber sie laufen eigentlich ständig mit einem schlechten Gewissen um. Und sie hoffen einfach, dass ja niemand drauf kommt, was für ein armseliges, dürftiges Glaubensleben sie leben. Da kann man sich schon fragen, was stimmt da nicht? Ist das jetzt einfach Schicksal für uns Christen? Geht es allen gleich oder bin ich der Einzige? Und dann steht da noch in dem Vers 15, den ich gelesen habe: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Als ich als Teenager mal auf der Riederalp in der Skiferie war, bin ich dort in die Skischule. Und der René war mein Skilehrer. Der Sommertour war er Schreiner und im Winter hat er geskilehrt. Und seine Aufgabe war es, uns in der Skischule beizubringen, wie man mit geschlossenen Ski möglichst elegant Skifahren kann. Er hat das tiptop vorgemacht und wir haben nach relativ kurzer Zeit das schon recht gut können anmachen. Ich bin so froh, dass ich nicht den Bodi Miller oder den Axel Swindal oder den Didier Güsch zum Skilehrer hatte. Wenn ich hätte müssen lernen, Kopf voran, in einem horrenden Tempo den Berg abzujagen, dann hätte ich Skifahren am ersten Tag schon wieder aufgeben. Weil mir ist Talent als Spitzen-Skirennfahrer gar nicht gegeben. Das habe ich nicht. Es ist mir einfach nicht gegeben, mich in so einem halsbrecherischen Tempo ins Tal runterzustürzen. Da habe ich viel zu viel Respekt und viel zu viel Angst. Wenn wir jemandem nacheifern sollten, der überdurchschnittlich begabt ist,
dann fühlen wir doch uns sehr schnell total überfordert. Schon dann, wenn das nur in Anführungszeichen ein Mensch ist. Umso mehr sind wir doch überfordert, wenn wir als Christen so leben können, wie Jesus gelebt hat. Ich meine, wir sind doch nicht Gott. WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich will nichts gegen die WWJD-Armbänder sagen, die manchmal an die Handgelenk gedreht werden. Es schadet nichts, sich jemanden zu fragen, was würde jetzt Jesus in meiner Situation machen? Das kann in gewissen Situationen wirklich helfen. Aber das Armband kann uns zusätzlich noch unter Druck setzen. Nämlich dann, wenn das WWJD von uns fordert, dass wir jederzeit und in jeder Situation immer so leben können, wie Jesus gelebt hat. Als Christ Jesus nachzueifern und so zu leben, wie Jesus gelebt hat, das schaffen wir aus eigener Kraft ja gar nicht. Das schafft niemand. Aber die gute Botschaft ist, dass wir das gar nicht allein müssen können, weil seit wir bekehrt sind, haben wir den Heiligen Geist. Ich lese Vers 16 und 17. Denn der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, eben der Heilige Geist. Und das hat da Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das hat Jesus seinen Jüngern versprochen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann verspricht er das auch uns. Und genau so ist sie auch gekommen. Wir sind durch den Heiligen Geist direkt mit Gott verbunden. Und jetzt kommt noch der Vers 18 dazu, wo es da noch heisst, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Die Verbindung durch den Heiligen Geist ist so tief und stark und innig, dass wir können sagen, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns drin lebt. Das heisst nicht, dass ich jetzt plötzlich selber göttlich bin, ganz und gar nicht. Aber es ist vielmehr ein Ausdruck von dieser direkten, innigen Verbindung zu Jesus. Von einer Leuchtreklame erwartet niemand, dass sie für ein bestimmtes Produkt Werbung macht, ohne dass sie am Strom angeschlossen ist. Ich habe da nicht eine Leuchtreklame mitgebracht, aber auch einen Leuchtkörper. Und ich habe zusammen mit dem Sandro vorher die Stromschienen angeschlossen. Der Strom wäre also vorhanden. Aber jetzt hat es da noch einen Schalter, den ich betätigen muss. Und wenn ich den betätige, dann läuft das Ding. Wenn du bekehrt bist, dann ist die Stromkabel angeschlossen. Der Strom ist da. Du hast den Heiligen Geist. Jetzt musst du aber noch den Schalter betätigen, dass das Ganze auch in Gang kommt. Und den Schalter wir auf On, indem wir damit rechnen, dass Jesus tatsächlich in uns drin lebt, in uns am Wirken ist und dass er überall und jederzeit dabei ist. Das ist der Schalter. Gott erwartet nicht von uns, dass wir aus eigener Kraft zu seiner Ehe leben können. Das würden wir nicht schaffen. Jesus braucht nicht meine Fähigkeiten, sondern er braucht mein Eingeständnis, mein Einverständnis, dass er in mein Leben darf eingreifen. Uns hilft der Heilige Geist und durch den Heiligen Geist Jesus. Und das, was im Vers 20 steht, das finde ich einfach jedes Mal so genial. Im Vers 20 steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Müsst ihr euch das mal vorstellen, was das heisst, was das für eine Aussage ist? Oder wenn man kleine Kinder, die schon von Jesus gehört haben, fragen, wo Jesus lebt, dann sagen die kleinen Kinder, in meinem Herz. So ist es. Ausdrücke wie in Christus oder Christus in euch, solche Ausdrücke stehen 196 Mal im Neuen Testament. Das ist etwas, wo Gott offenbar ganz, ganz wichtig ist. Es drückt die innig direkte Verbindung aus zwischen Gott und seinen Kindern.
Unser Stromkabel ist eingesteckt. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir bekehrt sind. Wir leben in einer ganz engen geistlichen Verbindung mit Gott und mit Jesus. Wir müssen darum nicht alles allein machen, weil Jesus in uns lebt und am Wirken ist. Und darum müssen wir uns als Christen auch nicht wundern, wenn wir uns langsam, aber sicher sogar positiv verändern. Das ist eigentlich das Normale. Das heisst jetzt aber nicht, dass wir als Christen selber nichts mehr machen müssen. Dass wir unsere Hände einfach in den Schoß legen und warten, bis Jesus aktiv wird. Das heisst es nicht. Es gibt verschiedene Verse in einem Abschnitt, den ich gelesen habe, die auf die Liebe zu Gott hinweisen. Das ist mal eben der Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oder der Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und dann auf Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Heißt das jetzt, dass wir unsere Liebe zu Gott halt eben doch müssen beweisen, indem wir all seine Gebote ganz genau einhalten? Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ich glaube, je mehr dass Jesus in uns darf leben und wir ihm erlauben, in uns dürfen zu wirken, desto mehr wächst unsere Liebe zu Gott. Je mehr wir können erleben, wie Jesus in unser Leben eingreift, desto wichtiger wird uns auch die Beziehung zu Jesus. Umso mehr ist uns daran gelegen, dass wir so leben können, dass Gott seine Freude daran hat. Wenn unsere Liebe zu Gott wächst, dann fällt es uns auch immer einfacher, innerhalb von seinen Geboten zu leben. Nochmal, es ist nicht so, dass wir mit dem Einhalten von den Geboten Gott müssen beweisen, dass wir ihn lieb haben. Sondern vielmehr hilft uns die Liebesbeziehung zu Gott, dass wir freiwillig und noch so gern möglichst in seinen Geboten leben wollen. Wenn wir da jetzt einen riesen Krampf haben und Gott immer wieder enttäuschen, wenn es uns schwerfällt, stille Zeit zu machen oder jeden Tag zu beten oder in der Bibel zu lesen, dann wenden wir uns doch am besten gerade direkt an Jesus. Dann bitten wir doch darum, dass er uns Freude am Beten entdecken lässt. Dass er uns Freude gibt, am stillen Zeit machen. Dass er uns etwas ins Herz legt, wo wir merken, wie wichtig der Gottesdienst ist und dass wir auch freiwillig und also gerne Gebetsstunden besuchen. Dass er uns auch ein neues Interesse am Bibellesen schenkt und dass er uns einen neuen Zugang zu seinem Wort schenkt. Solche Gebetsanliegen, die stimmen garantiert mit dem Willen von Jesus überein. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, dass er uns diese Gebetsanliegen nicht erfüllen sollte. Die sind ganz in seinem Sinn. Lassen wir uns doch überraschen. Unmittelbar vor dem Predigtext, in den Vers 13 und 14, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Vertrauen wir doch darauf, dass Jesus wirklich in uns drin lebt und am Wirken ist und uns verändert. Verlassen wir uns doch auf seine Kraft und nicht immer wieder auf unseren schwachen Willen, sonst versagen wir da immer wieder. Die Verbundenheit und die Pflege von einer engen Beziehung zu Jesus, das sind die wesentlichen Sachen in unserem Glaubensleben. Und darum ist das höchste Gebot nicht etwa, dass wir an Gott glauben sollen. Das ist nicht das höchste Gebot. Viele Menschen glauben an Gott, sogar der Teufel glaubt an Gott. Aber im höchsten Gebot heisst es, dass wir Gott sollen lieb haben. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Diese Art Liebe, die können wir von uns aus ja gar nicht produzieren. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott die Liebe in uns einleitet und dass er sie in uns innen immer mehr wachsen lässt. Es ist ein riesiger Unterschied. Ich würde sogar sagen, es ist der wesentliche Unterschied, ob du an Gott glaubst oder ob du Gott lieb hast.
bitten wir doch um die Liebe. Und die Liebe kann nur Gott uns geben. Wenn wir dieser Liebe wachsen, verändert sich unser ganzes Glaubensleben so, dass wir immer mehr zu positiven Zeugen von unserem Gott werden. Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spierig. Die Abfahrts-Olympiasiegerin Dominik Gysin und der 400-Meter-Hürde-Europameister, der Karim Hussein, die haben nach ihrem grossartigen Sieg allzusammen die gleiche Aussage gemacht, vielleicht mögt ihr euch erinnern, wo sie gefragt worden sind, was sie jetzt fühlen nach ihrem grossartigen Sieg, haben sie übereinstimmend alle zusammen gesagt, ich realisiere es gar noch nicht, was da passiert ist. Ich habe den Eindruck, dass es uns Christen genau gleich geht. Wir realisieren gar nicht richtig, was es für eine Bedeutung hat, dass Jesus in unser Leben gekommen ist und uns zu Kind von Gott gemacht hat. Jesus ist, wie die Außerirdischen in dieser Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, zu uns auf der Planet Erde gekommen. Und er hat genau gewusst, was ihn da erwartet. Er hat gewusst, dass die Menschen entartet sind. Und er hat auch gewusst, dass ihn diese Exkursion auf der Erde wird das Leben kosten. Und er ist trotzdem gekommen. Aus lauter Liebe zu uns Menschen, aus lauter Liebe zu dir und zu mir. Wie gross diese Liebe ist und was uns mit dieser Liebe alles geschenkt ist das, was wir gar nicht richtig realisieren. Das hat nämlich viel die grössere Bedeutung als ein Europameistertitel oder ein Olympiasieg. Und vor allem die Wirkung von dem hebt der Ewigkeit an. Jesus schenkt uns ein erfülltes Leben, wo nicht erst im Himmel anfängt. Dort geht es einfach weiter. Aber das erfüllte Leben, das fängt jetzt schon an, indem Jesus in uns ist und wir in ihm. In dieser geistlichen, innigsten Verbindung kommen wir die Herrlichkeit zurück über, wo Adam und Eva beim Sündenfall verloren gegangen ist. Wenn wir Jesus in uns wirken lassen, dann befähigt er uns mit unserem Leben auf Gottes Herrlichkeit aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig werden wir je länger, je mehr wieder ein bisschen zurückverwandelt ins Ebenbild von Gott. Wir werden nie auf dieser Erde das vollkommene Ebenbild von Gott sein, aber wir kommen dieser Sache, dem Ebenbild, immer ein bisschen näher. Wenn dein Glaubensleben ein Urkrampf ist, wenn du einen furchtbaren Druck verspürst, wo dir die Freude am Glauben nehmen will, wenn du das Wirken von Gott eigentlich fast nie erlebst und dir so richtig langweilig ist in deinem Glaubensleben, dann nimm doch Jesus beim Wort, wenn er sagt, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und dann rechne damit, dass Jesus wirklich in dir lebt. Richte dein Leben Tag für Tag auf ihn aus. Bist du bewusst, dass nie mehr allein bist? Wir haben das auch vorher in den Liedern gesungen. Wir haben auch den Text dazu gehört, der ganz genau das ausgesagt hat, wie Jesus in uns innen ist. Besprich auch alles im Gebet mit Jesus. Lies jeden Tag in der Bibel, um ihn besser noch kennenzulernen. Und nimm seine Versprechen doch ernst und bitte ihn darum, dass seine Verheißungen in deinem Leben auch in Erfüllung gehen. Es ist Jesus, der uns Freude an unserem Glaubensleben gibt. Wenn wir ihm das Einverständnis geben, dass er in uns leben und wirken darf, dann wartet ein ausspannendes Leben auf uns. Wenn wir ihn machen lassen und mit ihm rechnen, dann wird unser Leben total sinnerfüllt und wir können auch unsere Kernaufgabe wieder erfüllen. Nämlich durch unseren Lebenswandel auf die Herrlichkeit von Gott aufmerksam zu machen, weil Jesus in uns drin lebt. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, nein, es ist wirklich alles andere als selbstverständlich, dass du den Himmel verlassen hast und dass du zu uns auf der Erde gekommen bist. Du hättest uns auch einfach können unserem Untergang entgegenlaufen lassen. Nein, du hast eingegriffen aus lauter Liebe zu uns Menschen und du beobachtest uns nicht einfach aus der Entfernung, aus der Sicht vom Thron Gottes, weit weg von uns, wo wir keinen Zugang haben zu dir, sondern du bist uns näher. Wir sind verbunden mit dem Heiligen Geist, mit dir und
Wenn du sagst, du willst in uns rein sein, wir sind in dir, dann leist du Wert darauf, auf eine ganz innige, feste Beziehung. Und bitte hilf uns doch, dass wir das auch wahrnehmen, dass wir uns darauf einlösen, dass wir das Angebot annehmen und jeden Tag und jederzeit mit dir rechnen. Herr, wir schaffen es nicht, deine Ebenbilder zu werden und so zu leben, dass du deine Freude daran haben kannst. Aber du willst uns helfen, du willst uns weiterhelfen, dass wir immer mehr zu einem Menschen werden, der auch die Grundaufgabe wieder erfüllen kann, nämlich, dass wir durch unser Leben ein Stück weit wenigstens können auf deine Herrlichkeit hinweisen. Herr, wir wollen es gern. Bitte hilf uns da. Wir loben und preisen dich und beten dich an als der, der uns so lieb hat und der uns gerettet hat. Amen.